Hallo liebe Tauchen-Zuschauer, Tauchen-Leser und Tauchen-Zuhörer. Ich bin hier mit Ralf von Dan Europe auf der Interdive. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Wie geht's euch? Wie geht's dir? Ja, hallo liebe Tauchen-Fans. Wir sind auf der Interdive 2021 und das ist so ein bisschen, wie es uns geht, ist, ja, wir haben wieder Bock loszulegen und dabei zu sein, die Community wieder zu begrüßen und mit allen hier unterwegs zu sein, ist mega gut. Es waren jetzt sehr herausfordernde Zeiten. Wir haben ein ganz besonderes Programm aufgelegt. Das ist im Y40 in Padua, einer der schönsten tiefen Pools, die wir haben in der Welt, mit ziemlich warmem Thermalwasser, wo wir jetzt ein Labor eingerichtet haben und wo wir forschen mit euch zusammen, euch Tauchern, die genesen sind von Covid-19. Und zwar versuchen wir herauszufinden, wie sich Covid-19 auf den Körper ausgewirkt hat, wie sich das auf das Tauchen auswirkt, und haben dazu das Labor aufgestellt im Y40, wo unser Research-Team mit euch zusammen dann, während ihr taucht, ein paar Daten erhebt, dass wir dann in eine Studie überführen, um das besser zu verstehen. Und ihr seid herzlich eingeladen dazu, alle daran teilzunehmen. Also wenn du genesener Covid-19-Erkrankter bist und Taucher bist und wieder aktiv tauchen kannst, dann schreib uns gerne an dsl@daneurope.org und erzähl uns von deiner Geschichte und wir stecken euch dann oder laden euch dann ein in den Y40 und hoffen, dass wir mit dieser Studie ganz viel nach vorne bringen können und das Tauchen nach Covid-19 wieder nach vorne bringen, sodass wir das, was wir am liebsten machen, wieder tun können. Blubbern, schöne Fische anschauen und geile Sachen und Abenteuer erleben. Auf jeden Fall, das klingt nach einer super Aktion. Kann man schon sagen, wann es die ersten Ergebnisse gibt? Wie bei jeder Studie ist es natürlich eine Sache von der Menge an Daten, die man erheben kann. Und anschließend braucht es immer ein bisschen Zeit, bis man das Ganze dann verarbeitet hat. Und gerade das Anonymisieren von Daten und das Zusammenführen von Daten dauert etwas. Wir haben natürlich internationale Partner, also auch Dan in Amerika ist beteiligt an dieser Studie, wo wir die Daten dann zusammenführen. Und genau das wird ein wenig Zeit in Anspruch nehmen. Wir gehen davon aus, dass wir die ersten Anhaltspunkte so in einem Jahr ungefähr haben werden. Und naja, die tiefen Ergebnisse kommen dann immer etwas später. Aber das ist so unser Ziel in etwa. Super, ich danke dir.